Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Merowinger, Folge 1. Ab heute beschäftigen wir uns mit den Franken. Oder um genauer zu sein, mit den Merowingern, ihrem ersten Herrschergeschlecht. Die Franken haben mit Abstand das langlebigste Reich in der Völkerwanderungszeit gegründet und wurden als einzige nicht von äußeren Invasoren plattgemacht. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit der Frühzeit der Franken und Merowinger. Und Obacht, heute gibt es viel zu tun. Wir schauen uns die erste fränkische Expansion an, die Taufe Chlodwigs, und schließen die Folge ein bisschen mit seiner Konsolidierung. Schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten erwähnen die römischen Geschichtsschreiber mehrere verschiedene Gruppen auf dem Gebiet der heutigen Niederlande, Belgien und dem Rheinland, aus denen dann später die Franken hervorgegangen sind. Dabei war die Entstehung der Franken ein länger andauernder Prozess, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt hat. Ja, ein ähnliches Phänomen haben wir auch schon bei den anderen Gentes gesehen, wo sich die auch erst in einem längeren Prozess formiert haben. Der große Unterschied ist jetzt, dass die Franken schon sehr früh Kontakte mit den Römern hatten, anders als die Vandalen, und dass sie nicht so bewegungsfreudig waren, wie jetzt die Goten oder Vandalen zum Beispiel. Sondern stattdessen hatten die ja im Prinzip ja schon ein Siedlungsgebiet, wobei man natürlich das Siedlungsland auch immer ein bisschen ausweiten konnte. Natürlich. Und dementsprechend haben dann die Franken auch immer wieder touristische Abstecher ins Römische Reich gemacht. Wo sie dann natürlich von den Römern ständig abgewehrt werden mussten. Natürlich. Sie waren also ein germanisches Volk. Genau, eine germanische Gens. Und besonders im 3. Jahrhundert waren sie halt sehr aktiv. Was natürlich sehr schlimm für die Römer war. Denn wir hatten ja schon mal angesprochen, dass ja das 3. Jahrhundert eine besonders instabile Zeit für die Römer war. Und von dieser innerrömischen Schwäche haben natürlich dann germanische Gruppen wie die Franken dann profitiert, beziehungsweise sie dann ausgenutzt, um die Römer immer wieder ungebeten zu besuchen. Die Lage konnte dann erst durch die Reformen Diokletians und der damit einhergehenden Verstärkung des Heeres stabilisiert werden. Das hieß, dass auch viele Franken und andere Germanen jetzt versteckt als Hilfstruppen und Föderaten Teil des römischen Militärs wurden. Reichsfremde Hilfstruppen gab es immer schon, aber jetzt wurden die stärker rekrutiert und wir haben auch dieses Föderatenwesen. Und einige Franken sind auch innerhalb des römischen Militärs aufgestiegen. So wurde zum Beispiel der Franke Arbogast römischer Heermeister. Aber bevor wir weiter mit den Franken einsteigen, müssen wir auch ein paar Worte zu Gallien verlieren. Die gallische Aristokratie begann ab dem 5. Jahrhundert Kontakte zu den germanischen Großen zu knüpfen. Das hing mit der verstärkten Präsenz von Germanen im römischen Gebiet und ihrer wachsenden Bedeutung im Militär und als Föderaten zusammen. Gleichzeitig entfremdete sich die gallische Aristokratie auch immer mehr von der römischen Zentrale, wobei dieser Prozess bereits Ende des 4. Jahrhunderts angefangen hat. Denn nachdem kein Kaiser mehr in Trier residierte, sondern die kaiserliche Residenz nach Mailand verlegt wurde und teilweise nach Arles, verlor die gallorömische Aristokratie ein Stück weit ihren Bezugspunkt. Die Kaiser haben in Trier residiert? Ja, genau. Also unter Diokletian gab es ja eben diese Tetrarchie, diese Viererteilung, und die Kaiser haben ja an verschiedenen Orten residiert. Also Mailand war schon wichtig und Trier, also im Westen, weil beide Residenzstädte den Vorteil hatten, dass sie relativ nah an den Grenzen war und die wichtigste Aufgabe des Kaisers war, gerade nach der instabilen Zeit, die Grenzen zu schützen. Und deswegen gab es auch eine Kaiserresidenz in Trier, so eine sehr wichtige Stadt. Und im Osten war Diokletian zum Beispiel in Nikomedien, das war in der Nähe von Byzanz, also was dann später Konstantinopel wurde, und Antiochia war auch eine wichtige Stadt. Wo aber Antiochia auch wieder relativ nah sozusagen an der Persergrenze war. Genau, und jetzt aber dann im 5. Jahrhundert oder Ende des 4. Jahrhunderts müssen sich die Römer immer mehr zurückziehen, beziehungsweise die Kaiser wollen dann etwas weiter weg von den Grenzen, aus Sicherheitsgründen, was dann dazu führt, dass sie dann in Mailand sind. Und die wichtigste gallische Stadt wurde dann auch Arles, das, wenn man auf die Karte schaut, auch eigentlich nahe der Mittelmeerküste ist, also weit weg von den Rheingrenzen. Und neben der Tatsache, dass eben der Kaiser jetzt ein bisschen weiter weg war, gab es natürlich die dauernden Usurpationen, die das westliche Kaisertum geschwächt haben. Und
diese beiden Faktoren haben dann die Situation auch für die gallo-römische Aristokratie verschlechtert, beziehungsweise ist es jetzt für sie schwieriger geworden, Zugang zu kaiserlichen Ämtern zu bekommen. Ja, wenn der Kaiser bald weg ist, dann kannst du schlechter Beziehungen knüpfen und dann Ämter dir organisieren. Und das wiederum hat dann eben diese erwähnte Entfremdung erzeugt. Am deutlichsten sieht man diese Entwicklung auch im Patrozinienwesen. Denn es war so, dass einflussreiche Römer, unter anderem Senatoren, jetzt Schutzfunktionen für Kleinbauern übernommen haben. Der Bauer überließ dem Patron in einem Vertrag oder Testament sein Land und der Bauer erhielt dann sein Land als Pacht zum Bebauen zurück und im Gegenzug vertrat dann der Patron seine Interessen gegenüber dem Staat, gerade beim Thema Steuern oder auch Strafjustiz. Und so etwas Ähnliches haben wir auch bei den Westgoten ja auch besprochen. Das heißt, die Westgoten waren gar nicht so speziell in dieser Entwicklung, sondern es gab schon Ansätze im Römischen Reich. Und auf diese Weise mehrten dann die Großgrundbesitzer natürlich ihre Ländereien. Und um ihre großen Güter dann überwachen zu können, haben dann die Patrone sogar eigene private Gefängnisse und Schutztruppen gegründet. Auf diese Weise übernahmen sie dann quasi hoheitliche Funktionen und die Kleinbauern gerieten in massive direkte Abhängigkeit zu ihnen. Kaiserliche Maßnahmen, um dem dann Einhalt zu gebieten, waren aber wirkungslos. Das heißt, hier sieht man, wie die Schwächung des Kaisertums zu Desintegrationserscheinungen geführt hat. Also mit privaten Gefängnissen haben sie dann eben diese Kleinbauern besser kontrollieren können. Also im Prinzip war es so, ich hatte ja gesagt, dass sie auch das Thema Strafjustiz übernommen haben, das zu organisieren. Wahrscheinlich in diesem Zusammenhang haben sie dann selbst Gefängnisse gegründet, um dann die Justiz zu organisieren, was ja eigentlich kaiserliche Aufgabe gewesen wäre. Während aber die kaiserlichen Ämter immer schwerer zu erreichen waren für die Gallorömer, wurden im Gegensatz dazu jetzt aber die Bischofsämter immer attraktiver für die Senatsaristokratie. Die Bischöfe übernahmen ebenfalls immer mehr weltliche Aufgaben und Aristokraten, die Bischöfe wurden, trugen ebenfalls dazu bei, die Autorität von Bischöfen noch weiter zu stärken. Das machte natürlich das Bischofsamt zu einem attraktiven Bezugspunkt für die Aristokratie. Also waren Bischöfe vor allem Aristokraten? Nicht ganz. Also das Bischofsamt war schon sehr attraktiv, aber gerade noch in römischer Zeit haben Männer aus der Senatorenschicht nur eine sehr kleine Minderheit unter den Bischöfen gestellt. Also es gab auch etliche Bischöfe, zum Beispiel aus unteren Schichten oder auch reiche Bürger, die aber jetzt nicht aristokratisch waren. Die genauen Zahlenverhältnisse lassen sich dabei aber nicht ermitteln. Aber selbst wenn die Aristokraten unter den Bischöfen jetzt nur eine kleine Zahl ausgemacht haben, dürften sie wahrscheinlich auch trotzdem durchaus dem Amt ihren eigenen Stempel aufgedrückt haben. Und wir hatten ja auch in Bezug auf die Krise des 3. Jahrhunderts das Phänomen angesprochen, dass durch äußeren Druck die Lage im Reich instabiler wurde. Die Rolle des Militärs und des Feldherrn ist gewachsen, und das wiederum hat ja ebenfalls das Kaisertum untergraben. Und die dadurch erzeugte Instabilität mit den ständigen Rebellionen lockt dann weitere Kräfte von außen an. Ja, das heißt, wir haben einen Teufelskreis. Im Prinzip sieht man hier auch eine ganz ähnliche Entwicklung wie bei der Krise des 3. Jahrhunderts, also dann eben im 4. und 5. Jahrhundert. Und es ist auch interessant zu sehen, wie durch diese Instabilität des Kaisertums lokale Kräfte dadurch immer mehr an Macht gewinnen. Ja, man sieht es an den Großgrundbesitzern, aber auch immer mehr an den Bischöfen. Gerade zu den Bischöfen wird es dann nächste Folge mehr geben, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr weiter darauf ein. Also jetzt nochmal, warum ist das Kaisertum instabil? Ich hätte gedacht, es ist durch Diokletian ein bisschen wieder konsolidiert worden. Ja, stimmt, ich hätte es dann vielleicht darauf eingehen sollen. Wir hatten ja das Problem, dass es dann mit der Zeit dann wieder sehr instabil geworden ist im Westen, dadurch, dass ja die Herrmeister so mächtig geworden sind und es dann oft auch nur einen einzigen gab, dass er dann die Autorität des Kaisers ja immer mehr untergraben hat. Und man merkt auch, dass die Völker auch immer mehr in Bewegung geraten sind. Wir haben es dann später mit Hunden gesehen und diesen halben Domino-Effekt sozusagen. Das heißt, die Bedrängnis wurde wieder schlimmer des Römischen Reiches. Und das macht das Kaisertum wieder ein bisschen instabiler.
weil du mehr Krisen hast und durch die höhere Bedeutung des Heeres ist dann das Kaisertum und gerade im Westen dann wieder schwächer geworden. Okay. Im 5. Jahrhundert haben dann die Franken sich stärker in Gallien ausgebreitet. Aetius konnte die Rheingrenze sichern, bot aber anscheinend auch den Franken zu diesem Zweck Siedlungsland an. Wir hatten es ja in der Hunserie erwähnt, dass die Franken Föderaten der Römer waren. Die Franken haben dann in den nächsten Jahrzehnten die Belgica erobert und als dann im Jahr 463 der Heermeister Ricimer den Westkaiser Majorian gestürzt hatte, hat er auch dessen Heermeister Aegidius abgesetzt. Aber Heermeister kann man nicht immer so einfach absetzen, deswegen hat sich dann Aegidius im Norden Galliens festgesetzt und hat dann dort aber auch durchaus im römischen Sinne den Vorstoß der Westgoten mit Hilfe fränkischer Truppen abgewehrt. Gregor von Tours bezeichnete Aegidius sogar als König der Franken und das, obwohl er Römer war. Gregor von Tours gehört übrigens zu unseren wichtigsten erzählenden Quellen für die Merowingerzeit. Er schrieb aber Ende des 6. Jahrhunderts. Das heißt, er ist ein bisschen problematisch für die jetzige Zeit, die wir besprechen, aber immerhin. Aber zurück zu Aegidius. Es ist nicht ganz klar, inwiefern jetzt diese Angabe gestimmt hat, dass er jetzt König der Franken war, aber in der Forschung wurde eingeworfen, dass es bei den Germanen auch stammesfremde Könige gab und dass wenn ein germanischer König Herrmeister werden konnte, auch die Möglichkeit ins Auge gefasst werden sollte, dass umgekehrt auch ein Herrmeister germanischer König werden konnte. Man denkt an dieser Stelle daran, dass ja auch die Ostgoten einst Belisar die Königskrone angeboten haben. Interessant ist ja, wie hier die Grenzen zwischen Römern und Gentes sich verwischen. Also den germanischen Gentes ging es eben vor allem darum, sich um einen erfolgreichen Heerführer zu schauen. Genau. Egal woher der kommt. Im Prinzip ja, aber du hast praktisch einen Feldherr und dann bist du dem loyal gegenüber und er sorgt halt durch seine Fähigkeiten dafür, dass du gut versorgt bist. Ist im Prinzip, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen ähnlich wie jetzt, wenn es Usurpationen gab, da wurden die, oft die Usurpatoren auch von ihren Herren erhoben und die hat natürlich ein Interesse daran, jetzt den zum Kaiser zu machen, weil der sich dann mehr um sie kümmert. Und so ähnlich kann man es sich dann vielleicht bei den Gentes vorstellen, dass sie sagen, okay, der ist erfolgreich, dann erheben wir ihn zum König und der kümmert sich dann. Aegidius wurde dann ermordet und sein Nachfolger wurde ein gewisser Paulus. Der hat es aber dann auch nur 3 Jahre gemacht und wurde dann durch Syagrus beerbt, der wiederum der Sohn des Aegidius gewesen ist. Das heißt dann, Syagrus hat so ein kleines eigenes Reich im Norden Galliens gehabt. Und auch Childerich scheint eine starke Stellung in der Region gehabt zu haben. Wobei aber nicht ganz klar ist, wie genau er in die römische Ordnung eingebunden war. Er trug aber wahrscheinlich mit römischer Anerkennung den Königstitel, wobei er nur als König ausgewiesen ist und nicht als König der Franken. Das heißt, über wen genau dieser Childerich herrschte, wissen wir nicht. Über ein paar Franken, aber nicht über alle und sind ein bisschen unsicher. Childerich starb und sein Sohn Chlodwig wurde dann im Jahr 481 oder 82 sein Nachfolger. Aufmerksame Zuhörer werden sich noch aus der Gotenserie an Chlodwig erinnern. Und Chlodwig und sein Vater stammten aus dem Geschlecht der Merowinger und dementsprechend der Name unserer Serie. Doch bevor wir mit Chlodwig weitermachen, müssen wir natürlich auch ein Wort über die Herkunft der Merowinger verlieren. Ich zitiere aus einer Legende des 7. Jahrhunderts. Man sagt, Clodio, das war ein fränkischer König, habe sich zur Sommerzeit mit seiner Frau an den Strand des Meeres gesetzt. Als die Frau mittags zum Baden ins Meer ging, habe sie ein Ungeheuer, ähnlich einem im Meer lebenden Minotaurus, angegriffen. Ob sie daraufhin entweder vom Ungeheuer oder für ihren Mann schwanger wurde, sie gebar jedenfalls einen Sohn namens Merowech, nachdem später die Könige der Franken Merowinger genannt wurden. Das ist ja ganz anständig. Kein schlechter Ursprungsmythos. Ja, das ist halt auch ein interessanter Angriff, wobei
sich auch irgendwie allerlei Assoziationen ergeben. Oh. Wie Ich nah habe am Strand lebst du? einen Chat zugehört. Ich habe nicht gescheit aufgepasst anscheinend. Ich habe das mit dem Ungeheuer nicht ganz mitbekommen. Ja, oh, ja, das ist nicht anständig. Ich habe mich Entschuldigung. schon gewundert. Ich habe nur gesehen, dass ich hab nur mitbekommen, dass Clodio die Frau gegen das Ungeheuer verteidigt hat. Ah, nee, er war gar nicht da. Das Angeheuer hat ihn angegriffen und wer jetzt der Vater ihres Kindes war, weiß Ach man so. jetzt nicht. Ach so. Nein, ich habe nur den Anfang der Geschichte gehört und dann eben vervollständigt, dass wenn die Frau des Clodio von einem Meeresungeheuer angegriffen wird, dann muss Clodio sie verteidigt haben. Okay, ja, das war komisch. Entschuldigung. Bisschen geträumt hier, ja. Ich muss auch ein bisschen dran denken. Kennst du noch den Horrorfilm The Ring? Vage. Ja, das ist, ich glaube, da war ich 12 oder so, als der gelaufen ist. Und ich weiß auch, das war ein Remake von dem japanischen Film, der genauso hieß. Und es war dieses Video mit diesem Mädchen, das dann aus dem Brunnen kriegt und die Leute umbringt. Und in der japanischen Version wurde erwähnt, dass ihre Mutter auch am Meer war und es dann irgendwie so ein Ungeheuer gab. Und dann wurde auch praktisch früher nicht explizit gesagt, es wurde auch angedeutet, dass sie dann das Kind von diesem Ungeheuer ist und deswegen hat sie diese Fähigkeit gehabt. Das heißt, dieses Motiv von sehr wollüstigen Meerungeheuern scheint häufiger vorzukommen. Ja, aber was ist dann praktisch der Zweck dieses Mythos? Warum will man verbreiten, dass man jetzt von solcher Abstammung ist? Vielleicht hat man damit die Vorstellung dieser vielleicht besondere Kraft oder sowas, dass man sagt, du bist so ein mächtiges Wesen oder du bist praktisch nicht ganz von dieser Welt, du bist aber praktisch schon Übermensch, vielleicht in der Hinsicht. Ich vermute mal, dass auch bei solchen mythischen Gestalten, dass jetzt die Wertung wahrscheinlich eher positiv war. Wenn, heute denkt man natürlich, okay, ist ein Monster, aber damals hatte man vielleicht eher so Assoziationen, oh, so ein mächtiges, übermenschliches Wesen und vielleicht hat es dann eine größere Legitimität verschafft. Okay. Aber nun zurück zu Clodrich. Die genaue Ausdehnung seines Herrschaftsgebietes ist nicht ganz klar. Das von ihm kontrollierte Gebiet befand sich nördlich vom Reich des Syagrius, dessen Ausdehnungsgebiet aber ebenfalls nicht ganz klar ist. Aber wahrscheinlich reicht es bis zur Loire und grenzte damit direkt an das Westgotenreich und das Burgunderreich an. Wie immer werden wir noch eine Karte hochladen, damit ihr dann die ganzen Grenzziehungen oder wahrscheinlichen Grenzen und Flüsse und so weiter sehen könnt. In seinen ersten Jahren verhielt sich Clodrich ruhig. Er scheint sich um die Unterstützung der gallorömischen Aristokratie bemüht zu haben, wodurch dann auch seine späteren Eroberungen wohl erst möglich gemacht wurden. Dann, im Jahr 486, fühlte er sich dann stark genug, das Reich des Syagrus anzugreifen. Dabei mobilisierte er die Unterstützung mehrerer fränkischer Kleinkönige, wobei die meisten, aber nicht alle, ihn unterstützt haben. Der Auslöser dieses Angriffes ist jedoch nicht klar. Syagrus wurde besiegt und ist daraufhin ins Westgotenreich geflohen, wurde aber von den Westgoten wieder an Clodrich ausgeliefert, der ihn dann, welche Überraschung, ermordet hat. Clodrich dehnte daraufhin seinen Machtbereich zuerst wahrscheinlich nur bis zur Seine aus und musste die Stadt Paris erstmal 10 Jahre lang belagern. Signori. Ja, die Stadt hat ziemlich lange durchgehalten. So hat es zumindest die Lebensbeschreibung der heiligen Genoveva erzählt. Die kennen wir ja noch von unserer Hundenbonusfolge. Richtig. Vor allem, wenn man überlegt, ich glaube, die war um die 16, also bei Attila und so weiter. Und es waren die 450er. Das heißt, sie war eigentlich noch in einem guten Alter jetzt, also in den 40ern auf die 50 zugehend. Also tatsächlich noch eine Zeitgenossin. Wie dem auch sei, es wurde, wie es sich gehört hat, dann mächtig geplündert und Beute wurde verteilt, als die Stadt erobert wurde. Und dabei gibt es eine interessante Anekdote bei Gregor von Tours. Er erzählt nämlich, dass der Bischof der Stadt von Clodrich gefordert hatte, dass dieser ihm einen Krug von großer Schönheit zurückgeben sollte, der aus der Kirche geraubt wurde. Clodrich hat sich dann tatsächlich dazu bereit erklärt
und hat jetzt bei der Heeresversammlung gefordert, dass ihm neben seinem eigenen Beuteanteil auch der Krug gegeben werden sollte. Der betreffende Soldat, der den Krug hatte, war aber so wütend darüber, dass er den Krug zurückgeben sollte, dass er ihn stattdessen zerschlagen hat. Also das ist nochmal trotzig. Und Chlodwig konnte ihn an dieser Stelle nicht bestrafen. Erst ein Jahr später, bei der nächsten Heeresversammlung, konnte ihn Chlodwig dann dafür töten und auf die Art und Weise seine Autorität wiederherstellen. Auch wenn jetzt die Geschichte allerlei Ausschmückungen hat, deswegen man ein bisschen aufpassen muss, zeigt sie aber, dass die Autorität Chlodwigs noch eingeschränkt war zu diesem Zeitpunkt. Dann, zwischen den Jahren 486 und 494, eroberte Chlodwig das Gebiet bis zur Loire und konnte sich so den Rest des Jörgungsreiches einverleiben. Damit grenzte sein Reich jetzt ans Westgotenreich und Burgunderreich. Mit den Westgoten und Burgundern gab es in der Folgezeit Spannungen, das hatten wir auch schon mal erwähnt, und Anfang der 450er Jahre heiratete Chlodwig dann Chrodichilde. Das war die Tochter des Burgunderkönigs Chilperich, der selbst jedoch schon im Jahr 480 gestorben war. Ihr Onkel Gundobad habe nämlich, laut Gregor von Tours, ihren Vater ermordet und ihre Mutter mit einem Stein um den Hals im Brunnen ertränken lassen. Ja, da war sie bestimmt froh, dass sie ins Frankenreich erritten konnte. Ja, genau. Und also diese Strafe, dass man eine Ehefrau ertränkt, war die klassische Strafe für Ehebrecherinnen. Und wenn die Geschichte stimmt, so wie Gregor von Tours erzählt, dann diente das Ganze wohl dazu, dass Gundobad den Kindern seines Bruders Chilperich die königliche Abstammung absprechen wollte. Ja, indem er einfach gesagt hat, dass es ja nicht die Kinder des Königs sind, sondern von irgendjemandem. Chrodichildes Schwester sei daraufhin Nonne geworden, während Chrodichilde aber selbst in Burgund ein Aschenputteldasein gefristet hat. Ja, also wie gesagt, sie wurde, wie hat sie dann die Ehe entscheiden können mit dem Frankenkönig? Sie war dann eigentlich nicht attraktiv für politischen Machtzuwachs oder irgendwie sowas. Ja, theoretisch schon. Also genau, im Prinzip schon. Aber Gesandte Chlodwigs seien zum Burgunderreich gekommen und haben dort Chrodichilde wahrgenommen und Chlodwig davon erzählt, dass er dann gleich mit der Hand angehalten hat. Das ist ganz romantisch. Das ist doch schön. Ja, und die Geschichte wurde natürlich in der späteren Zeit auch immer mehr ausgeschmückt, wobei jetzt die Liebesheirat wohl eher unrealistisch war. Erst recht, wenn man bedenkt, wie normal eigentlich politische Hochzeiten waren und dass Chlodwig sicher nicht einfach irgendwen spontan genommen hat. Und immerhin, sie war ja im Prinzip eine burgundische Prinzessin. Und die Geschichte passt auch nicht ganz so, wenn man bedenkt, von welchen Skrupellosigkeiten Chlodwigs und auch von Chrodichilde berichtet wird bei Gregor von Tours. Also für Chlodwig gibt es dann Beispiele noch in dieser Folge, wenn Chrodichilde später nochmal vorkommt. Und dann im Jahr 493 heiratete Chlodwigs Schwester Audofleda Theoderich den Großen. Ja, das hat mir schon in der guten Folge zu Theoderichs großen glücklichen Familie erwähnt. Und nun kommen wir zu einem wahrlich historischen Ereignis. Chlodwigs Frau, Chrodichilde, war nämlich Katholikin. Und anscheinend gab es deshalb Stress mit Chlodwig. Wahrscheinlich fand jetzt die Stierköpfe nicht so toll. Ja, der Stier ist auch ein wichtiges Symbol gewesen für die Merowinger, wegen diesem stierköpfigen Monster, von dem sie abgestammt sind. Und sie jedenfalls, wie es sich für eine gute Christin gehört, hat darauf beharrt, dass die Kinder getauft werden. Als dann aber der erstgeborene Sohn bereits kurze Zeit nach der Taufe gestorben ist, hat Chlodwig seiner Frau Vorwürfe gemacht, dass dies nicht passiert wäre, wenn er den Sohn seinen Göttern hätte weihen können. Chrodichilde ließ aber nicht locker und so wurde dann auch der zweite Sohn getauft. Und der hat überlebt. Und dann wandte sich auch Chlodwig dem Christentum zu. Und das geschah folgendermaßen. Die Franken kämpften mit den Alemannen und die Franken waren dabei zu verlieren, als sich dann Chlodwig an den Christengott gewandt hatte, da ihm seine Frau erklärt hatte, dass der lebendige Gott den Bedrängten hilft und wenn er ihm helfe, würde Chlodwig dann sich zu ihm bekehren. Und kaum war er fertig mit seiner Bitte, flohen die Alemannen. Und als diese Alemannen dann gesehen haben, dass ihr König ebenfalls gefallen war, haben sie sich dann den Franken unterworfen.
Diese Schilderung stammt von Gregor von Tours und enthält auch einen Verweis auf Konstantin den Großen, der ja ebenfalls in der Schlacht Gott angerufen hatte. Also die Geschichte war mitten in einer Schlacht. Genau. Und dann Okay. sagt dann Ludwig, oh, ich bin am Verlieren. Und dann ist er ja bedrängt und dann wendet er sich an Gott und sagt, okay, ich bekehre mich, wenn du mir hilfst. Und kaum was passiert, waren die Alemannen besiegt. Ja, da muss er sich bekennen, da muss er sich taufen lassen. Und nach der Schlacht erzählte Ludwig dann seiner Frau die Geschichte und die ließ dann heimlich Remigius, den Bischof von Reims, holen, damit er Ludwig im christlichen Glaube unterweisen könne. Dies wurde zuerst geheim gehalten, aus Furcht, dass die Franken Probleme machen könnten, wenn der König jetzt einfach vom alten Glauben sich lossagt. Und nach einer gewissen Zeit kam es dann zur Taufe, die Gregor von Tours folgendermaßen schildert. Der König verlangte vom Bischof getauft zu werden. Er ging wie ein neuer Konstantin zum Taufbad, um die Krankheit des alten Aussatzes zu tilgen und die schmutzigen Flecken, die er von früheren Zeiten her trug, durch das frische Wasser zu beseitigen. Der heilige Bischof Remigius aber besaß ungewöhnliches Wissen und hatte sich besonders mit der Redekunst beschäftigt, aber auch durch seine Heiligkeit zeichnete er sich so aus, dass er dem Papst Silvester an Wundertaten gleichkam. Zitat Ende. Und bei dieser Gelegenheit wurden auch noch 3000 Mann auf Ludwigs Heer getauft. Okay, und jetzt beschäftigen wir uns mal mit allen Problemen dieser Schilderungen. Denn die ganze Geschichte, angefangen von der Konversion bei der Schlacht bis hin zur Taufe, sind vollständig durchkonstruiert. Denn schon die Geschichte von der plötzlichen Konversion bei der Schlacht ist erstens eine offensichtliche Parallele zu Kaiser Konstantin. Der hatte ja auch eben vor der Schlacht an der Milvischen Brücke gegen Maxentius ein Zeichen des Christengottes gesehen und sich dann bekehrt. Und der Christengott als Schlachtenhelfer mit Parallele zu Konstantin war auch ein beliebtes Motiv und sollte jetzt nicht als Tatsachenbericht allzu ernst genommen werden. Aber es kommt noch besser. Denn im Taufbericht gibt es ja eine weitere Konstantin-Anspielung, die jetzt ganz explizit ist. Denn es wird ja gesagt, wie ein neuer Konstantin ist Ludwig zum Taufbecken gegangen. Und an dieser Stelle ist sogar noch mehr versteckt. Denn Konstantin wurde seinerzeit vom Bischof Eusebius von Nikomedien getauft, das berichtet Hieronymus, dessen Bericht auch Gregor von Tours kannte. Aber es gibt ein kleines Problem, denn Eusebius von Nikomedien war ein Humeur. Das aus katholischer Sicht war eigentlich die Taufe Konstantins nicht so ganz korrekt. Und Gregor von Tours umgeht diesen kleinen Makel auf interessante Art und Weise, denn er schreibt, Ludwig ließ sich taufen, Zitat, um die Krankheit des alten Aussatzes zu tilgen. Ja? Und damit hat er auf eine alternative Version der Taufe Konstantins angespielt. Denn spätestens Anfang des 6. Jahrhunderts entstand die Legende, dass Konstantin viele Christen getötet hatte und daraufhin vom Aussatz geschlagen war, einfach als göttliche Strafe. Und das hat dann zu seiner Bekehrung geführt und durch die Taufe durch Papst Silvester wurde er wieder geheilt. Also nichts mit Konversion durch Schlachtenerfolg in dieser Variante. Also nach dieser Version ist er erst von Silvester geheilt worden, getauft worden. Oder trotzdem erst von dem Humeur und dann von Silvester. Nur von Silvester. Der Humeur ist Also. eigentlich gar nicht erwähnt. Konstantin hat sich auch erst gegen Ende seines Lebens taufen lassen, wie es halt pragmatisch war, weil durch die Taufe werden die Sünden ja weggewaschen. Das heißt, man wartet, solange es geht. Das heißt, er hat es kurz vor seinem Lebensende gemacht und natürlich nur von Eusebius. Und in der Legende wurde es geändert und da war es dann nur Silvester. Und diese Parallele mit der Silvestergeschichte wird auch noch dadurch gestärkt, dass jetzt Remigius, der Ludwig tauft, mit Papst Silvester verglichen wird. Auf diese Weise verbindet dann Gregor von Tours die Geschichte der katholischen Taufe Konstantins durch Silvester mit der katholischen Taufe Ludwigs. Entschuldigung, das jetzt nochmal zurück zur Taufe Konstantins geht, was ich da nicht verstehe, ist, er hat doch das Konzil von Nizäa einberufen. Genau, und Und da ist doch aber nicht gegen die Homöre entschieden worden. im Prinzip ja, aber was den Leuten nicht so bewusst ist, die Sache war gar nicht entschieden danach. Also es gab eben dieses Konzil von Nizäa und der Streit ging weiter und dann gab es eben die
auf dem Konzil von Nicea ging es um Arius. Und dann hat sie auch diese homöische Position entwickelt, die auch eher so vermittelnd war. Und schon wenige Jahre nach dem Konzil von Nicea gab es weitere Konzilien, die den Beschlüsse wieder zurückgenommen haben und dann andere Beschlüsse getroffen haben und dann wieder die Homöer unterstützt haben. Und das Ganze ging dann länger hin und her. Und im Prinzip hatte erst, als dann die Nicener sich wirklich durchgesetzt hatten, war Nicea das große ökumenische Konzil. Okay, vorher war es zwar auch natürlich das erste ökumenische, aber es wurde ziemlich schnell wieder hinfällig, sozusagen. Mhm. Und es hat dann erst einige Jahrzehnte gebraucht, bis es dann sich doch etabliert hatte. Und insofern hat sich Konstantin von einem Homöer taufen lassen, ohne es praktisch diesen Konzilien zu widersprechen. Genau. Ist auch natürlich die Frage, wie jetzt er in seiner Orientierung war, weil im Prinzip ging es ja um sehr extrem spezielle theologische Fragen, die natürlich für die Bischöfe super wichtig waren, aber wie es jetzt für die normalen Gläubigen war, ein Bischof ist ein Bischof, sozusagen. Und dadurch, dass auch die ganze Konversions- und Taufgeschichte so durchkonstruiert ist, wird auch der berichtete Zusammenhang mit der Alemannenschlacht nicht sehr vertrauenswürdig. So gibt es etwa in anderen Quellen keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit den Alemannen und der Taufe. Später schrieb zum Beispiel der Bischof Nicetus von Trier an Chlodwigs Enkelin Clodus Wind, Zitat: Du hast gehört, auf welche Weise deine Großmutter, Frau Chrodichilde, guten Angedenkens, als sie in die Francia kam, den Herrn Chlodwig zum katholischen Gesetz hingeführt hat. Und weil er ein kluger Mann war, wollte er nicht ruhen, bis er das Wahre erkannt hatte. Als er das, was ich oben beschrieben habe, als richtig erkannte, fiel er demütig an der Schwelle der Kirche nieder und versprach, sich ohne Verzug taufen zu lassen. Und du hast gehört, wie viel er als Getaufter gegen die rätischen Könige Alarich und Gundobad bewirkte. Zitat Ende. Das heißt, hier wird wieder das Motiv von Gott als Schlachtenhelfer aufgegriffen, aber die Alemannen werden in Bezug auf Clovis Konversion nicht erwähnt. Was ja eigentlich seltsam ist, wenn es angeblich zusammengehängt hat. Und gerade wenn dieser Sieg eben diese Konversion bewirkt hat. Und die Frage ist auch, wie wahrscheinlich diese plötzliche Konversion war, wie seine Geschichte hingestellt wird. Und Nicetus zum Beispiel beschreibt ja, dass Chlodwig anscheinend eine Weile gesucht hat. Ja, er wollte das Wahre suchen, das heißt, eigentlich braucht er dafür ein bisschen. Und ein weiterer Brief von Avitus von Vienne an Chlodwig mahnt, dass er den christlichen Glauben verbreiten soll und klagt über Leute, die an den alten Bräuchen aus Respekt für ihren Vorfahren festhalten wollen. Chlodwig hatte ja unter den Franken ein heidnisches Umfeld und er wird sich deshalb sicher seine Gedanken gemacht haben und auch seine Konversion und Taufe gut vorbereitet haben, damit es eben keinen Stress mit seinem Umfeld gibt. Und die Taufe selbst hat wohl zwischen den Jahren 493 und dem Jahr 500 stattgefunden. Aber eben im Unterschied zu den Goten war das eine katholische Taufe. Genau. Und das ist wirklich auch der große Unterschied. Die Goten, Vandalen und so waren alles Homöer, während bei den Franken von vornherein Katholiken. Okay, schauen wir uns jetzt die weiteren Expansionen Chlodwigs an. 491 besiegte Chlodwig die Thüringer und weitete sein Herrschaftsgebiet rechts des Rheines aus. Und im Jahr 506 ist eine Schlacht gegen die Alemannen bezeugt. Ja, 506, also nach der Taufe im Prinzip. Und wahrscheinlich hat dann diese Schlacht Gregor für seine Konversionsgeschichte benutzt. Und aber kurz vorher noch, im Jahr 500 wiederum, hat Gode Giesel, der Bruder des Burgunderkönigs Gundobad, Chlodwig ein Bündnis angeboten. Gode Giesel war der Unterkönig seines Bruders mit Sitz in Genf und hatte Chlodwig für ein Bündnis angeboten, dass er ihm Tribute zahlt, wenn er erst das Reich seines Bruders übernommen hat. Und wer könnte dazu Nein sagen? Gemeinsam zogen sie also gegen Gundobad in die Schlacht und besiegten ihn. Gundobad konnte sich jedoch im stark befestigten Avignon verschanzen. Um eine lange Belagerung mit der Zerstörung des umliegenden Landes zu vermeiden, einigten sich dann in Verhandlungen Gundobad und Chlodwig darauf, dass Gundobad ihm jetzt Tribute zahlen soll und Gode Giesel wiederum hatte sich in Vienne festgesetzt. Im nachfolgenden Jahr hatte sich Gundobad genügend erholt und hat jetzt Gode Giesel mit Hilfe der Westgoten besiegt und getötet.
Die dabei gefangenen fränkischen Truppen wurden zu den Westgoten verbannt und Ludwig musste mit dem Westgotenkönig Alarich II. Frieden schließen. Also ein mäßiger Erfolg für Ludwig. Er hat zwar den Gundobad tributpflichtig gemacht, aber nicht besonders sein Reich erweitern können. Genau, aber die Frage ist, ob das überhaupt das Ziel war. Denn sein Bündnispartner vorher, gute Gisela, hatten ja auch kein Gebiet. Im Prinzip hat er eigentlich sein Ziel schon erreicht. Er hat die Tribute ja gekriegt. Nur vom anderen König, Alter. Und wie wir auch bereits aus der Gotenserie wissen, hielt jedoch der Frieden nicht allzu lange. Um das Jahr 506 besiegte Ludwig dann, wie erwähnt, eben die Alemannen, deren Reste jetzt bei Theodorich dem Großen Schutz suchten. Und dieser mahnte Ludwig wiederum, die Alemannen in Ruhe zu lassen und den gotischen Einflussbereich zu respektieren. Und dann, im Folgejahr, kam es zum Krieg gegen die Westgoten. Der genaue Auslöser ist unbekannt. Aber es war anscheinend schon vorher aus unbekannten Gründen zu Spannungen gekommen. Und wir hatten ja schon in der Gotenserie erwähnt, dass Kaiser Anastasios wiederum Ludwig zum Krieg ermuntert hat, um auf diese Art und Weise die Ostgoten zu treffen. Später hat dann Gregor von Tours den Krieg religiös überhöht und es so dargestellt, als ob Ludwig den Krieg gegen die Westgoten geführt hat, weil sie arianisch waren. Und diese Anspielung hatten wir auch vorher im Brief von Cetus, nicht wahr? Dort hieß es ja auch, wie er als Getaufter gegen die heretischen Könige Alarich und Gundobad vorging. Ludwig besiegte dann die Westgoten bei der Schlacht von Vouziers, das hatten wir ja auch schon erwähnt, und dehnte dadurch sein Herrschaftsgebiet bis zur Garonne aus. Wie gesagt, das könnt ihr dann auf der Karte nachverfolgen. Ludwig schonte dabei aber die Kirchen in den eroberten Gebieten und stellte sie unter seinem Schutz und erkannte auch ihre Rechte an. 508 wurde dann Toulouse gestürmt und Ludwig kehrte daraufhin nach Tours zurück. Sein Sohn Theuderich, den Sohn hat er schon aus vorheriger Verbindung, also bevor er Krodichilie geheiratet hat, ist wiederum in die Auvergne gezogen. Die Burgunder haben Narbonne erobert und belagerten jetzt Arles, wurden dann aber eben von Theuderich zurückgeworfen. Im Jahr 508 erhielt dann Ludwig dann vom Kaiser den Patrizius-Titel. Auf diese Weise erkannte der Kaiser Ludwigs Stellung an und integrierte ihn in das römische Herrschaftssystem. Ja, wir haben im Prinzip immer noch diese römische Welt und auch wenn das Westkaisertum untergegangen war, haben wir trotzdem diese römische Ordnung, wo jetzt auch Franken integriert werden. Laut Gregor von Tours legte Ludwig dann eine Purpurtunika, einen römischen Mantel und ein Diadem an. Und so zog er dann feierlich auf einem Pferd in Tours ein. Dieser Einzug war wohl dem Adventus-Zeremoniell des Konsulsempfangs nachgestaltet. Der Weg des Einzugs startete bei der St. Martinskirche außerhalb der Stadt und ging dann in die Bischofskirche innerhalb der Stadt. Dadurch zeigte Ludwig den Gallorömern seine Anerkennung durch den Kaiser und zeigte auch seine enge Verbundenheit mit der Kirche. Durch den Sieg über die Westgoten konnte Ludwig seine Stellung unter den Franken nachhaltig stärken und er machte sich in der Folgezeit daran, die restlichen Teilkönige der Franken, die es ebenfalls noch gab, zu beseitigen. Er hat zum Beispiel seinen Verwandten Cloderich angestiftet, dass er seinen Vater, den rheinfränkischen König, tötet, damit er dann sein Reich übernehmen kann. Und als Cloderich das dann gemacht hat, wurde er daraufhin selbst von einem Gesandten Ludwigs ermordet. Nee, absolut gewissenlos. Genau, und Ludwig hat dann öffentlich natürlich abgestritten, irgendwas mit dem Mord zu tun gehabt zu haben, hat dann aber im Anschluss natürlich das Machtvakuum ausgenutzt, das sich dort ja gebildet hatte, und auch andere Anführer wie Chararich oder Ragnarchar wurden ebenfalls von Ludwig vernichtet. Ich hatte ja gesagt, der ist skrupellos. Mhm. Und? Ja, überhaupt, die Franken waren anscheinend immer sehr opportunistisch. Naja, also das haben wir gesehen mit den Burgundern und den Goten und so weiter und dann und den Gotenkrieg. Ja, ziemlich brutal. In der nächsten Folge werden wir auch ein bisschen Gesellschaftsgeschichte machen und dann sehen wir auch, wie aggressiv die Oberschicht war, auch innerhalb des Reiches. Aber von den ganzen Beseitigungen berichtet Gregor von Tours eine lustige Anekdote, die ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Zitat: Als Ludwig aber eines Tages seine Leute versammelt hatte, soll er vor ihnen von seinen Blutsverwandten, die er ermordet hatte, so geredet haben.
Weh mir, dass ich nun wie ein Fremdling unter Fremden stehe und keine Verwandten mehr habe, die mir, wenn das Unglück über mich kommen sollte, Hilfe gewähren könnten. Aber er sprach dies nicht aus Schmerz um den Tod derselben, sondern aus List, ob sich vielleicht noch einer fände, den er töten könnte. Krokodilstränen. Ja. Und dann... Tommy Chlodwig. Und dann im Jahr 511 starb Chlodwig dann im Alter von 45 Jahren. Und damit endet unsere Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst euer Trinkgeld da oder eine positive Rezension. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Was mich interessiert, eine Frage, bei diesen Heerführern, die dann zum König erhoben werden, hat es da nicht irgendwie so eine mythische Vorstellung gegeben, dass die sowas wie das Heil haben? Und ja, stimmt. Genau, das gab es ja bei den Goten und das wurde ja Alarich zum Beispiel auch nachgesagt, also Alarich dem Ersten noch. Mhm. Und ja, das ist auch so eine Art quasi religiöse Überhöhung von einigen Männern und wahrscheinlich gab es ja eben die Vorstellung, dass dieses Heil auch bei anderen Leuten, also bei Nicht-Germanen, Nicht-Goten oder Franken sein kann. Was man dann bei Belisar gesehen hat oder dann bei Egidius womöglich. Und eine Person, die so ausgezeichnet ist, möchte man natürlich gerne als Anführer haben. Genau. Und man sieht auch an der Geschichte mit dem vierköpfigen Ungeheuer, dass diese mythische Überhöhung sehr attraktiv ist. Mhm. Ja, extrem viele Ermordungen. Ja, ich weiß nicht, ob... Nächste Folge werden wir uns dann auch mit dem Thema Blutrache beschäftigen. Ja, natürlich. Da gibt es auch eine sehr ausführlich lustige Geschichte, die ich erzählen werde. Okay. Das ist eigentlich eine unglaublich rohe Gesellschaft, also die Franken, wenn man überlegt, also das frühe Mittelalter, ich glaube, das vergisst man im bis, obwohl, okay, andererseits, das Mittelalter hatte eh einen schlechten Ruf. Also, das wissen wir auch warum. Ja, vielleicht haben die Römer eigentlich einen zu guten Ruf, wenn man sich anschaut, was die so alles angestellt haben. Ja, stimmt. Ich finde, die Antike wird schon sehr romantisiert, irgendwie so verklärt, die Römer mit ihrem Recht und wie zivil es war, aber die sind eigentlich auch ständiger Verrat. Irgendwie, das Interessante ist, die ganzen negativen Aspekte des Römertums, sie wurden dann irgendwie nur auf die Byzantiner übertragen. Also vom gerade in der englischsprachigen Welt ist ja Byzantine so ein richtiges Schlagwort geworden für Intrigen und so weiter oder auch Verweichlichungen und so. Aber eigentlich ist es ja eigentlich typisch römisch. Das gab es im Westen genauso.